Herzlich willkommen zur neuen Folge Citywalk. Wir sind hier in Elberfeld am Hauptbahnhof, der sich ja in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Und wir gucken uns noch mal so ein bisschen um, was wir denn hier alles so finden können. Wer sich das Ganze mal so ein bisschen angeschaut hat, wer ein bisschen auch sich informiert hat, der weiß, dass Primark angekündigt hat, viele Filialen zu schließen. Darunter zählt dieser aber nicht. Der soll weiterhin geöffnet bleiben, da er gerade erst hier eingezogen ist. Die Stadt versucht trotzdem noch weitere Mieter für dieses Gebäude zu finden, denn in diesem Gebäude sind noch ein oder zwei Etagen frei, die sind nicht vermietet. Da ist im Moment das Lager vom Primark drin, die nutzen das also. Trotzdem versucht die Stadt halt ein bisschen mehr Leben in Elberfeld und hier an den Hauptbahnhof zu bringen. Wir laufen gerade zu der großen Treppe Richtung Bundesbahndirektion, zur ehemaligen Bundesbahndirektion. Ein Gebäude, das seit mehreren Jahren leer steht. Da soll sich aber tatsächlich in den nächsten Jahren und Monaten etwas ändern. Unter anderem zieht dort die Universität Wuppertal ein, mit einem Teil, mit einer Fachschaft. Und auch andere Dinge sollen da einziehen. Es ist ein riesiges Gebäude, das im Moment saniert wird und renoviert wird. Die Westdeutsche Zeitung hat dazu einige Berichte schon gebracht. Wer also sich dafür interessiert, gerne mal auch auf der WZ-Seite vorbeischauen. Auf der einen Seite sehen wir Starbucks, die auch hier mittlerweile in Wuppertal wieder ansässig sind. Waren ja schon mal am Neumarkt, jetzt hier am Hauptbahnhof deutlich zentraler, etwas verkleinert im Gegensatz zu der alten Filiale. Dafür aber ja mit mehr Laufkundschaft, da kommt jeder dran vorbei, der vom Hauptbahnhof Richtung Innenstadt läuft. Auf der anderen Seite direkt ein Wuppertaler Unternehmen, eine Außengeschäftsstelle von Vorwerk, wo man sich dann halt noch mal ein bisschen erkundigen kann und sich auch die Sachen anschauen kann, die man von Vorwerk erwerben kann. Direkt daneben soll übrigens auch ein Gravis Store eröffnen. Das ist ein lizenzierter Partner von Apple. Das heißt, man kann demnächst auch Apple-Produkte hier in Wuppertal direkt kaufen. Wir gucken, wo dieser Eingang ist. Wir laufen hier gerade über den Wupperpark Ost, der sich ja auch deutlich verändert hat in den letzten Jahren. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass der alte Bunker, der hier zu sehen war, sich zu einem Club ändern soll. Man ist noch dabei. Man sieht, es ist noch ein bisschen Arbeit vor sich. Der befindet sich direkt unter diesem Pavillon, wo Wuppertal Marketing drin ist, wo man sich halt auch noch mal über Wuppertal ein bisschen erkundigen kann. Und der ist direkt darunter. Unter anderem, so hieß es, soll man mit einem Aufzug ganz nach oben fahren können, auf den oberen Teil und dort die Terrasse ebenfalls nutzen können für beispielsweise Cocktails trinken. Das Köbo-Haus hier in Elberfeld am Döppersberg hat sich ebenfalls ein bisschen verändert in den letzten Monaten. Seit Ende letzten Jahres beispielsweise ist die Sparkasse hier mit eingezogen, mit ihrem Kundencenter. Sind nicht mehr mit dem Kundencenter am Islandufer zu finden, da kann man immer noch Termine machen, aber der Großteil findet hier statt und ist eine der modernsten Filialen und vor allem ist es, glaube ich, sogar die neueste Filiale der Stadtsparkasse Wuppertal. Und wer sich da auch in den letzten Wochen mit dem Citywalk beschäftigt hat, weiß auch, von 34 Filialen bleiben nur noch 14 dauerhaft, 5 Tage die geöffnet. Und die gehört zum Beispiel dazu, da kann man jeden Tag vorbeigehen und einen Termin oder einen Berater auffinden. Hier ist auch richtig Leben wieder drin, unter der Schwebebahnhaltestelle vom Hauptbahnhof. Unter anderem soll hier auf diese Seite Cinemut einziehen, wo es dann beispielsweise leckere Süßigkeiten und Süßwaren gibt. Gibt schon in Düsseldorf und in Köln. Da sind riesige Schlangen vor diesen Läden und das soll sich dann auch hier in Wuppertal ein bisschen durchsetzen. Nur wenige Meter weiter geht es dann auch weiter und zwar ja, in schöne Italien, möchte man fast sagen. Und zwar innerhalb von 90 Sekunden. 90 Seconds to Napoli soll hier einziehen mit schöner Terrasse. Wenn wir uns dann gleich von der anderen Seite auch nochmal ansehen. Auch da, hier hinter den Mauern, die wir gerade noch sehen, soll dann ein schönes Restaurant für Elberfeld entstehen. So ein Aufzug hat eine sehr wichtige Funktion, gerade für Menschen, die auf Aufzüge angewiesen sind, nicht mehr Treppen steigen können. Auf der anderen Seite, und zwar Richtung Oberbarmen hier am Hauptbahnhof, ist das nicht mehr möglich. Man baut diesen gerade um, man renoviert also hier den Hauptbahnhof weiter. Und auch das wird noch ein bisschen bleiben. Für die Leute, die mit der Schwebebahn fahren und Richtung Oberbarmen wollen, sollen bitte entweder Kluse einsteigen oder mit der Schwebebahn Richtung Vorwinkel fahren, eine Station Richtung Ulexmühle, dort aussteigen, runterfahren, auf der anderen Seite wieder hoch und dann mit der Schwebebahn Richtung Oberbarmen. Seit 2017 ist hier das Parkhaus am Casinogarten geschlossen.
Am 1. Mai soll es wieder eröffnen. Vom Bezirksbürgermeister hier in Elberfeld gab es einiges an Kritik. Trotzdem sorgt es dafür, dass es hier in Elberfeld wieder ein bisschen mehr und bessere Parkmöglichkeiten gibt, um direkt in die Innenstadt zu gelangen. Bei so einem herrlichen Tag, den wir heute haben, möchte ich den auch noch ein bisschen genießen. Ich setze mich jetzt in die Sonne und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.